Nach der Zwangspause wegen Corona-Quarantäne rollt endlich wieder der Ball. Und für die Kickers heißt es Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Wir haben dann den Flow mitgenommen, ja, den wir uns erarbeitet haben. Und dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt gilt es halt nicht zu jammern, ja, das so anzunehmen, wie die Bedingungen sind und uns bestmöglich auf Berlin vorzubereiten und dann halt da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Dass die Absage der letzten beiden Partien für den Rhythmus nicht förderlich war, ist klar. Cheftrainer Denny Schwarz hofft aber, dass seine Jungs an die gute Form der letzten Wochen anknüpfen können. Wir haben alles dafür getan, um die Jungs, was fitnesstechnisch angeht, im Laufen zu halten. Ja, wir haben eine sehr, sehr kleine Trainingsgruppe gehabt, also groß im taktischen Bereich war schwer möglich. Wir haben Fokus auch auf viel Spaß und viele Spielformen gelegt. Ja, so waren die Bedingungen, so haben sie akzeptiert und jetzt gilt es aber auch, das abzuhaken. Es ist das erste Duell mit der Viktoria überhaupt. Die stellt eines der heimstärksten Teams. Trotzdem soll die kleine, aber durchaus feine Kickerserie von 7 Punkten aus 3 Spielen unter Denny Schwarz ausgebaut werden. Ich würde hier nichts dagegen, wenn wir sagen, okay, wir fahren mit einem Punkt aus Berlin heim. Wenn man die Vorgeschichte jetzt anschaut, die letzten 2 Wochen, da war viel Sand im Getriebe. Eine optimale Vorbereitung war es sicherlich nicht. Wir haben einige Spieler, die kommen jetzt erst wieder zurück aus ihrer Quarantäne. Weiß man auch nicht, wie der Körper dann reagiert letzten Endes. Ist alles ein bisschen in der Schwebe, aber vielleicht macht es uns auch umso gefährlicher. Punkten in Berlin, das wäre der perfekte Abschluss einer besonderen Kickerswoche. Fast alle Spieler sind wieder im Training. Am Mittwoch wurde der 114. Vereinsgeburtstag gefeiert. Zudem wurde am Donnerstag mit Sebastian Neumann ein neuer Sportdirektor vorgestellt. Sie werden sehr eng mit der Mannschaft zusammenarbeiten. Ich werde immer wieder die Trainingseinheiten beobachten und im ständigen Austausch auch mit dem Trainer sein. Wichtig ist erstmal die nächste Zeit. Wichtig ist erstmal die Zeit bis Weihnachten. Wir wollen da noch so viele Punkte wie möglich holen. Um am besten über Weihnachten über den Strich zu stehen. Deswegen heißt es erstmal, unsere Hausaufgaben hier und heute in dieser Saison zu machen. Die nächste Aufgabe heißt also Berlin. Und sollte die Würzburger Erfolgsserie auch bei der Viktoria halten, dann wäre es der perfekte Abschluss einer besonderen Kickerswoche.